bereits seit beinahe 45 Jahren betreibe ich das Thema Energieeinsparung mit großem Vergnügen. Hier ein Beispiel für das Haus, wo man für einen Teil der Anlage, nämlich der große Ausstellungshalle, die Wärme rückgewinnen, ohne dass man sie in die Umwelt entlassen, wird sie wiederum benutzt, um die frische, kalte Luft im Winter speziell aufzuheizen. Also seit 2009 betreiben wir im Haus eine Brunnenwasserkühlanlage, die einen ganz wesentlichen Teil des Kühlbedarfs des Hauses abdecken kann. Vom Brunnen kommend hier der Eintritt des Wassers geht durch eine Filteranlage über die Pumpe sekundärseitig vom Umformer wird es in das Haus transportiert und kühlt die gesamte Außenluft vor. Ja, bis auf Weiteres stehen wir hier auf dem Freiparkplatz und auch in der Tiefgarage hinter mir kostenlose Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge zur Verfügung. Als Zertifizierungsstelle für Green Meetings und Events möchten wir Kunden dazu ermutigen, ihre Veranstaltungen umweltfreundlich und nachhaltig durchzuführen. Dabei gibt es ein paar Kriterien zu beachten. Es sind zum einen eine umweltfreundliche Anreise. Es geht darum, Müll zu vermeiden, Müll zu trennen, Förderung der Region, vor allem regionale Produkte einzusetzen. Da auch speziell im Bereich Catering, regionale und saisonale Produkte, wenn möglich auch Bioprodukte. Wir vom Design Center sind sehr stolz, Vorreiterrolle eingenommen zu haben. Wir sind seit 2 Jahren die erste oberösterreichische Zertifizierungsstelle für Green Meetings und Green Events und seit einer Woche auch die erste Tagungslokalität Oberösterreichs mit dem Umweltzeichen.